Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei 7 2D. Ich begrüße mal alle neuen Zuschauer, alle neuen Abonnenten, alle neuen, ja, die mal fleißig kommentiert haben, mal geliked haben. Und ein dickes Danke dafür. So, ich werde mal heute ein bisschen den Zaun aufwerten. Das heißt, na, aufwerten nicht, erneuern im Prinzip. Eine zweite Reihe machen, um, da ja heute Blutmond ist, will ich ein bisschen vorbereiten. Das heißt, an denselben Abständen wie jetzt aktuell die Elektropfosten sind, machen wir noch einen zweiten hin. Dazu Erdbohrer. Nehmen wir lieber eine Schaufel, ne? Sonst kriegen wir gleich einen Besuch mit den Zombies. So. Machen Zombie höher? Nö, ne? So. Mal hier. Aber der Stromgenerator reicht aus. Aber wir haben jetzt nur noch einen zweiten gebaut. Also einen dritten insgesamt. Denn ich möchte die Zombies alle vorne über die Rampe hochgehen und da mit den Fallen, die ich gebaut habe, entsprechend begrüßt werden. Das heißt, ich muss ableiten, dass sie hier kommen, ne? Oder zumindest lange leer, hat sie nicht gefüllt. So, da haben wir einen. So. Schönen Tee. So. Ja, die Sonne geht langsam auf. Wir müssen sehen, dass wir heute das schon hinkriegen. Ups. Ist ja noch eins gefährlich, ne? Ich bin gegen Strom nicht immun, also. Da ist das Loch. Mal hier noch ein Loch machen. Ja, ich habe Nachtschüssen gebaut. Und zwar ganze Gelände und da muss noch Beton rein. So, dann. Das haben wir hier das ganze Gerüst aufgebaut. Zwar aktuell nur Holz, aber jetzt kann man schon mal theoretisch von oben die Zombies, die im Graben reinkommen, abknallern, ne? Muss ich aufpassen wegen dem blöden, wegen der Stachel hier. Die bekommen wir auch nicht. Das müsste reichen. Apropos, der Zaun hat aber glaube ich keinen Strom mehr gehabt. Das heißt, wir haben hier was bauen müssen. Jetzt. Jetzt soll der Zaun hier weitergehen bis zur Ecke. Weil da ist garantiert kein Strom drin. Da muss man von oben mit einem Relais nach unten gehen.
Irgendwo. Ja. Hier ist der Kram. Sehe gerade hier noch einen Stein. Schwachstelle. So. Jetzt stellt mir die Frage, wie ich am besten Strom her, ne? Also. Ich glaube, hier ist keine Rinne. Nee. Das heißt, auf gut Deutsch, das ist schlecht. Naja, für mich ist gut jetzt, aber sonst ist es schlecht. So. Muss ich mal schauen, wie ich am besten jetzt Strom herbekomme. Und zwar. Am besten von oben, weil oben habe ich am meisten Strom zur Verfügung. Gut, dann laufen wir hier rein und dann verlegen wir ein Relais. Hier war ich, naja, mal die Scheieren drin gewesen. Hat sich eingegraben. So, gehen wir schnell aufs Dach und. Gehen wir schnell hoch und schauen wir nach, was wir besser hinkriegen. Denn der untere Generator ist schon ziemlich ausgelastet und hier ist dann noch Reserve. Das heißt, dann müsste ich mir hier mein Relais aufstellen. Dann kann ich nach unten springen. Ja. Nehmen wir die Relais noch mal. Relais ist gut. Keine bei mir. Das ist typisch. Das heißt, wir müssen ein paar haben, also sonst kommen wir da mit dem Kabel länger nicht zurecht. Haben wir hier schönes. Das brauchen wir auch noch irgendwann. Und die Relais sind nur hier oben. Schalter. Hier sind Relais. Gut, der Stück wird noch auskommen normalerweise. Bisschen aufwerten gleich, ne? Ja, ich habe ja Besuch hier. Aber hoch. Laut Gehör muss hier vorne irgendwo sein. Kann das kein Gesuch brauchen. Die zieht meistens andere Zombies an. Das meine ich nicht so lustig. Da würde ich noch wegreisen. Aber später. So, Relais. So. Und zwar. Setzen wir mal ein. Da vorne eine Ecke hin. Ja, da
lass mich da das Sound fehlen. Da wo ein Objekt schon ist, kann man ganz alles bauen. Ganz, mal ganz grob dazu. So. Zogen wir die Elektrozange raus. Ja, da haben wir die. Die Jacke wäre nach oben. Siehste. Stromkabel verlegt. So, immer nur hier. Ein Relais zur Wand bauen, aber da kann man jetzt nicht stehen. Ich habe so einen Spezialschuh an. So, ein Relais. Dahin. Dann bauen wir uns eine Behelfsleiter oder ein Behelfsgerüst. Damit wir da oben wieder hinkommen. Müsste jetzt funktionieren. Zwar so, dass wir da mit einem Geländerweg. Das Gelände ist im Weg, komme ich ran. Jetzt haben wir hier Strom. Ja, ich habe nachts gebaut, hatte mindestens dreimal Besuch gehabt. Die Ollen. Ich weiß nicht, die riechen genau, was ich bauen will. So, dahin. Das ist im Grunde egal, aber um da vom Gehweg vorne geht das ungünstig, da kommen die meistens Zombies ran. Also da, dahin. So, Zange. Gelb zeigt an, dass der Strom da ist. Wir wollen ja hier runter, ne? Dass wir da erstmal den alten Kreis anschließen, der vorhanden ist. Dazu müssten wir noch ein Relais bauen. Das wird schlecht. Weil sobald das Holz kaputt ist, dann stellen wir es hier rauf. Das ist mir sicherer, weil wenn nachts der Kotzer kommt und man kräftig ihn umspuckt, dann macht er garantiert kaputt. So, jetzt muss ich einen tiefer. Man vor wir ein Relais bauen. Aber das passt doch. Dann können wir gleich von hier zusammen die Verbindung, wo man uns erleicht. Ja, gut, dann gehen wir voraus, ne? Am besten erstmal rausgehen. So, jetzt sollten mal der Zaun oder Strom sein. Guter Zeitpunkt zusammen. Wir gehen da nicht mehr ran, ne? So, dann müsste ich mir hier überlegen. Das wäre ganz gut, wenn hier auch Strom wäre. Aber nur ein Feld tief.
verdammt viel gebaut, ne? So. Ich möchte mir eins verhindern, dass jetzt unbedingt zu mir den Weg gehen, den sie nicht gehen sollen, ne? Die sollen ja gezwungen werden, die Rampe hochzugehen. Und da Eier. Leer. So. Da, wo ich entsprechend die Fallen angebaut habe von Strom. Also mehrere Teile mit Strom. Und den Bolzenschussgeräte, die ich mit je zwei Teile gebaut habe. Also zwei Stück. Und die schießen dann mit 1500 Schuss. Das soll man nicht in ihrem Schätzen. Das gibt denen den Rest. Unten nochmal betonieren. Dann den zweiten auch auf. Oder? Das reicht. Ja, hier ist gefährlich. Ich habe mal Fallen gebaut. Ich laufe da selber ganz gerne rein und tut mir weh. So, von da. Oh, da ist auch noch guter Strom. Dann muss ich da. Der neue Zaun hat noch keinen Strom. Also, nur der vorhanden ist, der hat schon Strom. Alles gut. Das muss ja nicht sein, ne? Also, heute Abend ist Blutmond. Die nächste Folge ist Blutmond. Also, die Folge. Mit das nix. Machen wir Vorbereitung. Alles auf Schuss bringen. Auf Standard, also auf dass wir hier da musst du hin. Was steht da nur im Weg? So. Ah, jetzt weiß ich. Schaufel. Das ist der lehmige Berg, ne? Also die lehmige Wand. Aber die Höhe passt eh. Das passt so. Ah, ich hab den Auge. So, mal sehen, wie lange noch ruhig bleibt. Die Zombies sind meistens sehr aktiv. Also, seit dem letzten Patch ist alles aktiver geworden. Ich brauche EXP, ne? Also. Viele Löcher gebuddelt. Ich glaube, ich muss ein höher gehen. Ja. So. Ja, das muss ja nicht gerade sein, ne? Das ist ja. Ich glaube, mit Zombies wohl egal. So, hier nächsten rein. Mal einen drauf. Und gleich. So.
eine. Wow, reicht gerade so. Da werden wir einige bauen müssen, glaube ich. So. Vielleicht können wir uns einer sparen. Machen wir zwei. Mal gucken. Ob das ausreichend wäre. Glaube eher nicht. Hat ja da auch nicht gereicht, ne? Hier kann es vielleicht reichen. Wollen wir gleich mal sehen, ob wir Beton machen können? Denn die. Oh, ich habe zwei. Das ist schön. Machen wir gleich mal. Zwei. So, ich wollte gucken. Was ich machen wollte, ist. Ja, Wahrnehmung, das wäre zum Beispiel. Bin der Meinung, ich habe was gehört. Oh ja. Aber wir wollen mal gucken, ne? Das machen wir gleich, erledigen wir gleich mal. Überraschung. Jetzt heißt es nur mal gucken und noch mehr kommen. Von dem können wir ausgehen. Da, 77, Blutmond. Gleich mal merken, 85. Nächste. Die müssen betonieren. Ich wollte was gucken wegen Bauen. So, Spion, Fährtenleser, Durchbohrer, was ist das überhaupt? Das hat man nicht viel gebracht. So. Geschützturm, Liebe. Was können wir machen hier? Turm bauen. Dann können wir muss das ist nett, aber ich gehe da um Munition herstellen zu können. Okay.
wir so nicht. Stärke. Chefkoch, Packesel, Donnerbüchse. Schwere Rüstung. Eiserner Magen. Ah, Maschinengewehrschütze. Ja, mir geht ja darum, dass ich irgendwo suchen muss, wo ich mir jetzt, wo ich mir im Prinzip die Munition herstellen kann. Ja, ich weiß aktuell nicht. Dann mach lieber nicht. Denn bevor ich da was mache, mehr bereue. Weil so schnell kommt ja keine Punkte nach, ne? Das ist ja das Problem. Sonst wäre das kein Thema. Der steht wie eine Eiche. Der auch. So. Wie gesagt, die Fertigkeiten sind schon wichtig, ne? So, jetzt können wir überlegen. Zwar. Fangen wir oben an. Und zwar von hier gehen wir weg oder von da oben. Und da unten durchgehen können. Na super. Da gehen wir jetzt mal raus, ne? So ist der Kreis extra, und muss man nicht keine Angst haben, dass wir da nicht das könnte vorne gewesen sein. Also müssen wir aufpassen. Wir sind meist nicht alleine. Weiter. Oh, schon eine halbe Stunde. So, liebe Schauer, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Bisschen mit Strom, bisschen mit Reden, bisschen mit Quatschen. Dann sehen wir uns wieder zum Blutmond. Und wenn was Spannendes passiert, schon vorher. Und tschüss und winke, winke, ciao, ciao. Bis dann und schönen Dank fürs Reinschauen.